Ungewohnte Klänge für die Milchkühe in Schleswig-Holstein. Bei Rheinfelden vor Lübeck legt sich die kleine Tenderlok in die Kurve. Der Zug ist gut besetzt. Schließlich hatte die DB diesmal für ihr Nostalgieprogramm mehr Werbung gemacht. Fast 5 Stunden dauerte die Fahrt bis nach Malente-Gremsmühlen. Das Kneipp-Hallbad liegt reizvoll zwischen dem Keller und dem Dieksee und ist einer der bekanntesten Erholungsorte der holsteinischen Schweiz. Nur wenige Fahrgäste sind in Malente-Gremsmühlen ausgestiegen. Trotz stundenlanger Bahnfahrt wollten fast alle nach Lütjenburg. Schon seit einiger Zeit ist die Strecke zwischen Malente-Gremsmühlen und Lütjenburg außer Betrieb. Langsam tastet sich 86457 über die verrosteten Gleise. Einfahrt in den alten Bahnhof Lütjenburg. Nun schon im 3. Jahr lässt das Nostalgieprogramm der Bahn Dampfzüge bis hierher kommen. Und es lohnt sich. Der Zug ist gut besetzt. Der kleine Ort Lütjenburg kann sich sehen lassen. Ob nun die spätromantische Backsteinkirche oder der Marktplatz mit den kleinen Wohnhäusern im typischen nordischen Baustil. Ein Besuch in der 5000-Seelen-Gemeinde lohnt sich allemal. Fast 60 Jahre trennen den Knirps von der alten Dame auf den Gleisen. Ehrfurchtsvoll tritt der Kleine vor dem schwarzen Ungetüm lieber einen Schritt zurück. Heute werden die letzten Dampfveteranen überall bestaunt. Einst bevölkerten zigtausende Dampflokomotiven die Gleise der Bahn. Allein von der Baureihe 86 gab es 774 Stück. Thank you.
86457 ist auf dem Rückweg nach Hamburg. Noch ganz in der Nähe von Lütjenburg dampft sie am stillgelegten Bahnhof Klettkamp vorbei. Kurzer Betriebshalt in Eutin. Mit etwas Verspätung rollt 86457 zurück nach Hamburg.